freue mich so für euch. Oh Gott, ist das schön. Mandy hat es mir gerade erzählt, dass ihr Eltern werdet. Ist das toll. Ey, eigentlich hätte ich es gestern schon merken müssen, als sie so krantig war. Ihre Hormone sind ja gestern schon übergeschnappt. Aber ich freue mich so für euch. Wie ist es denn für dich so als werdender Papa? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut oder fühlst du dich aufgeregt? Ja, super, wirklich. Also ich finde das klasse, dass das überhaupt, das ist unglaublich. Also ja. Richtig schön, ja. Ja, Mann, das ist so krass. Oh, du musst dich mal ein bisschen lockerer machen. Du bist so, Mann, oh Gott, das ist bestimmt die Aufregung schon wegen so, oh Gott, ich bin ein Kind. Ne, das ist diese Anspannung, bestimmt. Ja, ne, ja, alles. Ach, schön. Nee, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll, finde ich auch. Das los? Hoch, komm. Da ist die werdende Mama, ja. Na? Na? Oh, ist das schön. Ui, Gruppenkuscheln. Müssen wir einfach noch drauf anstoßen. No. Ja, das können wir dann heute Abend einfach. Genau, können wir machen. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt. Okay. Eigentlich muss ich doch der glücklichste Mensch der Welt sein. Ich werde endlich Papa. Mandy und ich bekommen ein Baby. Wäre da nicht Paula? Mann, ich liebe sie doch auch. Irgendwie. I met a girl who lost her feelings. Guten Morgen. Morgen. Ist alles in Ordnung bei dir? Hm? Ja, mit mir ja. Siehst aber ja nicht danach aus. Nimm mal einen Zitronenbonbon hier. Ja, du mit den Bonbons, ey. Ist sie für dein Zuhause mal bei? Ja, ja. Was ist denn los, Mensch? Du gefällst mir ja nicht. Läuft das nicht so gut? Du arbeitest doch in der Muckibude. Ja, ja. Mit meinem Job ist eigentlich alles. Ist alles soweit super. Ja, prima. Ja. Ich hab einen Freund. Der wird Vater. Oh, ist das super. Und er ist auch total glücklich mit seiner Frau. Nur hat der aber unangenehmerweise Gefühle für eine andere Frau entwickelt. Nee. Und darüber hinaus hat er eine Affäre mit ihr begonnen. Das geht ja nicht. Dein Freund soll die Affäre auf der Stelle beenden. So was macht man nicht. Der wird Vater und trägt Verantwortung. Der kann auch nichts für seine Gefühle. Und er weiß nicht mehr, was er machen soll. Und ich weiß nicht mehr, was ich ihm raten soll. Tja. Man kann im Leben nicht alles haben. Nein, ich weiß noch nicht. Und wenn er das sich schon so lange gewünscht hat, dann sollte er sich wirklich mal nicht lange fragen, welche Entscheidung die richtige ist. Hm. Du hast recht. Danke für die Worte. Bitteschön. Schönen Tag dann noch. Werde ich ihm sagen. Mach's ja, gut, sagt ja. Ihm, nicht? Alles klar. Gut, alles klar. Tschüss. Gut, tschüss. Morgen. Guten Morgen, Paula. Ist alles gut bei dir? Ja. Ja. Guten Morgen. Hast du es mir schon erzählt? Ich wollte gerade. Ja, dann los. Ich habe super tolle Neuigkeiten. Ich bin endlich schwanger. Ja, nach der Hochzeit kommt dann endlich das lang ersehnte Baby. So wie man sich's wünscht. Ja, jetzt bekommen Basti und ich endlich die Familie, die wir uns schon so lange gewünscht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich gehe dann mal kurz nach hinten schon mal meine Sachen vorbereiten, ne? Mach das. Ist echt krass, dass nach den ganzen Strapazen, dass es endlich geklappt hat. Ja, echt schön. Ich freue mich wirklich. Ich bereite schon mal alles für meine nächste Kundin vor. Warte kurz, Paul. Ich wollte dir noch sagen, wie froh ich bin, dass wir beide endlich wieder Freundinnen sind. Und vielleicht hast du ja Lust, Patentante zu werden. Wie gefällt dir das? Ja. Klingt doch gut, oder? Klar. Warum nicht? Okay, ich
Du billige Schlampe. Bravo für dein Schmierentheater. Aber ich habe ganz genau gemerkt, wie sehr dich das gerade getroffen hat. Und Basti bleibt bei mir, nach all der Scheiße, die ich mit ihm durch habe. Ich werde dir genauso wehtun wie du mir. Müssen wir uns ausgerechnet hier treffen? Mandy und Rick sind in der Schnitte. Ja, das weiß ich. Die hat mir vorhin geschrieben. Aber das ist jetzt auch egal. Ich muss unbedingt mit dir reden, Paula. Hallo? Ja, ich bin in der Küche. Hi. Hey. Ich wollte mal ganz kurz mit dir reden. Was gibt's denn? Ich hab dir was zu sagen. Die habe ich besorgt. Um dir zu zeigen, was mir wirklich wichtig ist. Du bist mir am wichtigsten. Unser Kleiner ist mir am wichtigsten. Und was, wenn es ein Mädchen wird? Das ist völlig egal. Hauptsache, es kämpft so wunderschön wie seine Mutter. Ich kann so glücklich sein, dass du mich zum Mann genommen hast. Trotz all meiner Fehler. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dich verdient habe. Wie ich verdient habe, mit so einer wundervollen Frau zusammen zu sein. Und ich verspreche dir, jetzt wird alles gut. Und es tut mir leid, wenn ich in letzter Zeit irgendwie abwesend war. Ich habe ganz viel Stress gehabt. Auf der Arbeit mit Terminen und so. Aber das habe ich alles geregelt. Um einfach jetzt die Zeit für dich zu haben. Für den Kleinen. Die Kleine. Für unsere kleine Familie. Jetzt fangen wir unsere Ehe richtig an, ja? Mud marks up to our necks.
Jetzt wird auch nichts mehr dazwischen kommen. Okay? Da kommt nichts mehr dazwischen. Jetzt werde ich mich nur noch um dich kümmern. In Zukunft wirst du an erster Stelle stehen. Nicht mehr die Arbeit, nichts anderes mehr. Nur noch du. Und unser Kind. Ja? Ich liebe dich. Basti hat Paula wirklich in den Wind geschossen und ist zu mir zurückgekommen. Bye, bye, Paula. Basti ist mein Mann. Zu werden. Es ist unfassbar, dass da bald ein kleines Ding drin wächst. Hallo. Hallo. Diesmal bin ich mir auch sicher, dass alles gut gehen wird. Das ist der beste Zeitpunkt dafür. Bald sind wir so eine richtig kleine Familie. Ja, wir werden Eltern. Ja. Jetzt haben wir auch keinen Druck mehr. Ich habe einen festen Job. Einkommen. Erstmal wird alles gut. Es wird so wunderschön. Basti ist so glücklich wie schon lange nicht mehr. Er freut sich so sehr auf das Baby. Und dabei bin ich gar nicht schwanger. Mir wird schon irgendeine Lösung dafür einfallen. Hauptsache, ich habe Basti wieder ganz für mich. Auch wenn ich ihm diese Affäre wahrscheinlich niemals verzeihen werde.